Isaac und der Fünfte. Und der Sechste. Und es kommt noch einer raus. Ja, leck. Die sollen jetzt hier mal das Gold runtertragen. Wer weiß, wie viele Soldaten da noch drin sind. Ich glaube auch, dass sich seine Gesundheit immer erneuert, wenn er einen besiegt hat. Weil sonst, der müsste ja längst tot sein. Wobei das auch nur fair ist. Ich meine, wenn die Soldaten quasi mal rein und raus gehen und sich ihre Gesundheit erneuern, dann sollte das quasi bei denen auch wieder von vorn angehen. Ist auch der Fall. Ich denke, der räumt jetzt hier einfach auf. Stück für Stück. Gold haben wir noch keins drin. Kommt jetzt hier aber langsam mal runter. Also ich glaube schon, umso weiter wir in Leveln voranschreiten, umso mehr müssen wir auch wirtschaftlich denken. Und zum Beispiel auch schauen, dass wir hier gute Verhältnisse schaffen. Damit hier jeder wirklich versorgt ist. Das ist jetzt noch ein bisschen Larifari. Wir haben auch immer einen guten Anfangslagerbestand. Aber da müssen wir schon besser aufpassen, sonst kriegen wir da ziemlich schnell einen auf die Mütze. So. Unsere Hauptmänner, unser Hauptmann beziehungsweise rasiert jetzt hier gerade komplett. Jetzt ist er tot. Jetzt hat ihm jemand den Chaos gemacht. Spinnst du? So, dann kommt der Nächste. Ist das jetzt er? Er kommt von ganz hinten, um anzugreifen. Naja. Ich sag da jetzt mal gar nichts dazu. Hier greifen wir jetzt auch an. Versuchen, wie gesagt, hier so ein Cut zu machen, damit die hier aufgeschmissen sind, dieses Gebiet hier, und abgetrennt ist vom restlichen Königreich. Wir haben jetzt hier noch kein Gold drin gehabt, ich hoffe, das ändert nichts an unserem Sieg. Ah ja, doch, jetzt kämpft unser anderer Hauptmann. Aber es sind immer noch normale Soldaten, also nicht mehr normale, die Stufe 2 halt. Aber da haben die schon noch ein paar Leute drin. So ist es nicht. Aber der Angriff tut ihnen auf jeden Fall weh. Es kann natürlich auch sein, weil ich vorher gemeint habe, vielleicht lädt sich die Gesundheit von ihm auf. Es kann natürlich auch sein, dass der richtig viel Gesundheit hat. Und das irritiert mich jetzt gerade sehr. Das irritiert mich jetzt gerade tatsächlich. Weil das ist eigentlich, ja, das sind stärkere Soldaten, als die, gegen die wir vorher gekämpft haben. Schickt der die Schwächeren voraus, um dann mit den Stärkeren zum Schluss zu kämpfen? Halt ich für eine fragwürdige Strategie. Also grundsätzlich, im Krieg vermutlich total normal, die Schwachen nach vorne, um den Gegnern vielleicht gleich mal Schaden zuzufügen. War ja leider Gottes in der Geschichte auch immer so gehandhabt. Aber jetzt hier in dem Spiel wundert's mich. So. Ja, der kann da nichts ausrichten. Wie schaut's denn hier unten aus? Zwei Hauptmänner sind dabei. Sollte meiner Meinung... Ah ja, okay, der erste ist auch schon tot. Ist gerade der zweite Soldat und jetzt kommt der letzte raus. Ja. So. Sie haben einen Sieger. Es ist ja auch nicht essentiell notwendig, dass man das Schloss einnimmt. Um ehrlich zu sein, hätte ich da jetzt einfach keinen Bock drauf, das Schloss hier einzunehmen, weil wir auch direkt an der Tür klopfen. Aber es sind noch so viele Soldaten. Also da kommen schon noch viele raus. Ich glaube, sie können keine mehr produzieren, wenn man so will.
weil ich sehe hier nirgend... Ja, Gold. Aber sie könnten... Sie bauen ja gar kein Gold mehr ab. Was geht jetzt ab? Wir haben das Schloss eingenommen. Boah. Ah nein. Ach nein. Ich dachte gerade, wir hätten es eingenommen. Okay. Schade. Ja, der teilt auch ganz gut aus. Aber wie die da rauskommen, das ist total random. So, sie haben unseren Angriff abgewehrt. Soll ich gleich nochmal angreifen? Irgendwie hätte ich gerade Lust. So ist es nicht. Ich hätte gerade richtig Lust. Ich kümmere mich auch gar nicht mehr um die Wirtschaft. Es geht jetzt hier nur noch um den Kampf. Einfach nur nach vorne. Ich weiß nicht, was hier Baumstämme verloren haben. Ich hinterfrag's auch erstmal gar nicht. Aber Hauptsache, die Straße hier bleibt erhalten. Also die dürfen jetzt hier noch weiter ihr Zeug abbauen. Das war ganz bestimmt nicht unser Ziel. Diesen Bergwert gehen die Rohstoffe aus. Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Aber so ist es halt mal. Er macht hier nichts mehr, den reiße ich jetzt ab. Den brauchen wir. Geil. Oh, herrlich. Herrlich, einfach herrlich. So. Ich glaube, der Steinbruch hier unten ist auch fertig. Wir haben einfach zu... Also wir haben zugelassen, dass sie sich zu weit ausbreiten. Deswegen werden wir es vermutlich in der Aufnahme nicht mehr schaffen. Aber wir greifen weiter an. Gleich die nächste Attacke, um jetzt vielleicht die Straßen hier kaputt zu machen, damit endlich der Teil hier quasi von ihrem Königreich weg ist. Hier oben haben sie eine Baracke. Sieht nicht so aus, als würden sie Soldaten hochschicken. Ich gehe mal davon aus, es liegt am Soldatenmangel. Was bedeutet, dass wir hier erneut angreifen werden, und zwar mit 9 Soldaten. Ja, 9 Soldaten klingt gut. Hauptmänner natürlich auch dabei. Wir sind ja auch gut aufgestellt, was Soldaten angeht. Die sollten uns nicht ausgehen. Mei, und wenn es jetzt in diese Stunde nicht reinpasst, dann überziehe ich vielleicht um 10 Minuten oder so. Na komm. Jetzt haben wir's. Das Schloss ist vernichtet. Sie haben einen Sieg errungen. Ja gut, das Schloss ist vernichtet, aber anscheinend sind unsere... Ja, sie haben kein Lager. Das heißt, wir müssen jetzt da eigentlich nur noch aufräumen. Aber theoretisch sind die besiegt. Wie schaut's denn hier aus? Hä? Haben wir die jetzt besiegt, aber die Baracke hier nicht eingenommen? Was ist das denn jetzt hier?
komplette Anarchie. Jeder gibt jedem einfach auf die Fresse. Und die bauen jetzt einfach eine neue Baracke hin. Ist ja auch scheiße. Och, Freunde. Das ist doch jetzt Quatsch. Wieso gehen jetzt alle Soldaten nach Hause? Sag mal, was ist denn hier los? Jetzt bekämpfen sich schon die Roten und die Lilanen. Ja gut. Ich meine, nachdem das nicht funktioniert hat hier unten. Hier kämpfen immer noch welche. Ey, ich bin gerade vollkommen überfordert. Auf jeden Fall greifen wir jetzt noch eine Stellung an. Was soll's. Die haben ja auch noch Hauptmänner. Da kommt einer. Aber unseren... Ach, ich habe das hier angegriffen. Ich dachte, das hier... Ich dachte, die würden jetzt da schon wieder was Neues hinbauen. Okay, mein Fehler. Mein Fehler, tut mir leid. Unachtsam von mir. Also daran, dass die... Dieses... Rote Königreich und das Lila, ne, die ja eigentlich immer sehr friedfertig sind, sich gegenseitig bekriegen, merkt man, dass es wirklich nicht gut um die beiden steht. Sie haben einen Sieger geholt. Okay, hier oben wird auch noch gekämpft, aber das haben wir fast. Irgendwo ist jetzt noch jemand gestorben. So. Wir ringen hier gerade Sieg um Sieg. Bei unserem Vormarsch. Das ist jetzt auch geil hier. Denen geht hier richtig, richtig die Düse. Gut. Also. Wir haben ihnen mächtig viel Land geraubt. So viel ist sicher. Wir haben unser Königreich sehr stark erweitert. Optimal sind die Verhältnisse hier nicht. Also was Nahrung zum jeweiligen erweiterten Gebäude angeht, also Heu zu Mühle, Mühle zu Bäcker, da sind die Verhältnisse nicht optimal, gebe ich zu. Wobei ich mich jetzt auch nur noch auf den Kampf konzentriere und eigentlich langsam mal gewinnen will. Ich habe es leider in der Aufnahme nicht mehr geschafft, aber ihr seht, das ist noch das Rote Königreich. Sie können nicht mehr ausbauen, sie müssen sich mit dem zufrieden geben, was sie hier haben. Und das ist nicht mehr viel, hier ist noch ein kleiner Schandfleck, den wir selbstverständlich auch noch einnehmen werden. Das Fliederne Königreich. Das klingt sehr männlich. Das Fliederne Königreich hat nicht mal mehr ein Schloss. Die sind komplett aufgeschmissen. Da müsste man jetzt eigentlich nur noch Stück für Stück die Gebiete einnehmen. Werden wir aber alles in der nächsten Aufnahme machen.
Und da verspreche ich euch hoch und heilig, in der nächsten Aufnahme beenden wir Level 2 und schreiten voran in das nächste Gebiet. Und ich muss sagen, so langsam komme ich rein. So langsam macht es mir auch richtig großen Spaß, das Spiel zu spielen, nachdem ich es jetzt so ein bisschen verstanden habe und weiß, welches Gebäude was bedeutet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut, wenn wir unseren Eroberungsfeldzug fortsetzen und Level 2 abschließen werden. Und ich freue mich auf euch das nächste Mal und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag oder Abend, je nachdem. Macht's gut, ciao, ciao.